Und er hat ein Medipack fallen lassen, das ist sehr nett. Ups. Okay, hier geht's offensichtlich weiter. Och. Das war ja auch schlau. Hätte ich gar nicht nehmen müssen, das Medipack, weil nebenan ein Life Crystal ist. Egal. Gibt Schlimmeres. Okay, wir haben. Ah! Ich wollte gerade sagen, wir haben hier Stacheldraht. Ups. Da ist mir doch der Knopf aus dem Ohr gefallen. Wir haben hier Stacheldraht. Spring rein. Voll gut. Ach nö. Stirb. Oh. Okay. Da schießt er nochmal. Mich fast tot. Gut, dass wir jetzt wissen, dass nebenan ein Life Crystal ist. So. Und speichern. Nicht, wenn ich nochmal gegen den doofen Typen kämpfen müssen. Und wir springen ran und klettern hoch. Und ich bin in der großen Hoffnung, dass das Level bald zu Ende ist. Wie stellt ihr euch das denn jetzt vor? Aha. Die Frage ist, wo sind wir jetzt? Ah, okay. Und die Frage ist, kann ich hier rüberspringen, ohne mich aufzuspießen? Nein. Kann gleich laden, weil ich mich sowieso aufspieße. Aha, das hat ja geklappt. Sehr schön. Gut, wo sind wir? Wo befinden wir uns? Wir befinden uns an dem Kran. Können wir an dem Kran denn hochklettern? Ich vermute mal nicht. Nein. Können wir hier rüber? Ich vermute mal nicht. Doch. Können wir. Gut. Wir können einmal hier hoch. Laufen. Da waren wir übrigens am Anfang, um das Secret zu kriegen. Tja. Wir können hier hoch, soweit ich das sehe. Und wir können hier rüber laufen. Allerdings sieht das mir fast so aus, als wenn man dann da runterrutscht und dann erstmal voll in die in den Stacheldraht reinrutscht. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen speichern wir. Nee, man ist doch nicht in den Stacheldraht reingerutscht. Ach Leute, hört auf mich bei Steam anzuschreiben. Was soll denn das? Ja, ich suche hier gerade nach einem Weg weiter. Was auch sonst. Ja, hervorragend. Und jetzt? Achso, hier kommt man wieder zurück. Hier kommt man hoch. Aha, aha. Mysteriöse Musik. Oh. Oh, das sind zwei. Fuck, das sind zwei. Das sind zwei. Kriegt der Schaden oder tut er nur so?
nicht ja noch mal, will die immer noch mal schießen, bevor die sterben. Gut. Dann noch einer? Das fände ich jetzt doof, wenn hier noch einer wäre. Ich will da noch nicht rein. Ich will eigentlich hier noch mal ein bisschen rumgucken. Ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Hier kann man rüberlaufen. Okay, dann gehe ich jetzt doch mal da rein. Das sieht... hier ist doch bestimmt noch einer von den Viechern. Nee, aber es scheint auch gar keine Funktion so richtig zu haben hier. Das kann nicht sein, das muss eine Funktion haben. Das Ding kann man doch verschieben, oder? Nö. Hätte ich jetzt gedacht, irgendwie. Aber so kann man sich dann doch offensichtlich täuschen. Oder? Doch! Lara? Aha! Haben wir jetzt irgendwas freigelegt? Nö. Aber wir können jetzt vielleicht hier irgendwo hochklettern. Da zum Beispiel. Ups. Hier können wir nicht ziehen. Ist das denn das doch zu schräg? Da kommt man doch nicht hoch. Ich bin gerade ein bisschen verunsichert, wofür dieser rausziehbare Block gut ist. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken erstmal weiter. Ach, wie mein Ohr juckt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Mensch, Mensch, Mensch. Immer wieder diese mysteriösen Schritte. Okay, gut, dann laufen wir jetzt erstmal da hinten über das Dach weiter. Seltsam. Vielleicht. Oh! Eine Cutscene. Die Lara, sportlich wie immer. Ja, das war doch klar. Jetzt hat er sie festgehalten. Was macht er jetzt? Jetzt will er sie vergewaltigen. Was? Du weißt schon. Keine Ahnung, ehrlich, wen meinst du? Wer ist dein Auftraggeber? Miss Sophia Lee! Wer ist das? Was macht sie? Keine Ahnung. Ehrlich nicht. Ich erschieße nur Leute für sie. Eine löbliche Arbeitsmoral, schätze ich. Oh ja, ich bin Herzblut dabei. Wie mein Dad früher. Und vor ihm sein Dad. Wie alt ist diese Miss Lee? Weiß nicht. So Ende 20, Anfang 30? Natürlich. Tja, für manche Leute so wie sie kriegen wir noch einen Bonus dazu. Du schmeichelst mir. Von deinem Kopfgeld könnte ich sogar in Rente gehen. Dann solltest du vielleicht auf die Glocke. Fröhlichen Ruhestand. Und ins Loch. Und wir haben das Level abgeschlossen. Hervorragend. Und wir. Guckt euch das an. Wir waren jetzt 1 von 5 Secrets nur und haben 1 Stunde und 40 Minuten für das Level gebraucht. Unglaublich. Wow. Gut, dass ich mich festgehalten habe. Slowbrains hätten jetzt diese
Munition nicht gekriegt. Ja, Leute, guter Zeitpunkt, um eine Aufnahmepause zu machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und ich gucke mal, ob ich das mit der Webcam hier weiterhin so machen werde. Freue mich auch übrigens sehr auf euer Feedback dazu. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao, ciao.